Professor Kressig hat dann in Genf die Geriatrie gelernt und ist dann für die weitere akademische Laufbahn nach Atlanta gegangen, in den USA, hat dort geforscht und ist dann wieder nach Genf zurückgekommen und hat dort in Genf habilitiert. Von Genf wurde er dann nach Basel berufen und hat, wie ich angetönt habe, bereits in 20 Jahren diese Geriatrie, diese universitäre Altersmedizin in Basel aufgebaut. Er hat über 200 wissenschaftliche Originalpublikationen, vielen Büchern, Buchkapiteln und er hat sich schwerpunktmäßig immer mit der Kognition, mit der Mobilität im Alter und eben auch mit der Ernährung im Alter befasst. Also was ist das Ziel? Dieser Herr, ich weiß nicht, ob er noch nur gegessen hat und so oder ob er dich auch gut gespritzt hat. Entschuldigung, dieser Herr hat, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch gut gegessen, aber wahrscheinlich nicht nur gegessen, sondern auch noch gewisse Substanzen zu sich genommen. Diese Damen, die gucken auch schon recht gut noch in die Welt mit ihrem Alter. Und schauen Sie das Bild an, das zeige ich immer sehr gerne. Der Jungbrunnen, 16. Jahrhundert von Lukas Granach. Die Leute kommen hier links, gebrechlich, leidend. Sie gehen ins Bad. Wie wir wissen, sie rauchen nicht übrigens, haben Sie gesehen? Sie rauchen nicht. Also nicht rauchen ist sehr gut, das wissen wir. Körperliche Aktivität ist sehr gut. Soziale Kontakte, Neugier, wenig Zucker. Aber hier, ich darf jetzt nicht so viel sagen, sonst ist dann Reto nicht zufrieden mit mir. Aber die kommen aus dem Bad, wie Sie sehen, sehen hier schon ganz vital aus. Und gehen dann zum Essen. Und wir werden dann nachher sehen, was das eben ausmacht. Es ist nicht das Ziel, dass wir so lüsternde Alte produzieren. Das wollen wir nicht. Aber es ist auch interessant, dass es mehr und mehr gesagt wird, ich will alt werden. Ich will 130 Jahre leben. Das ist aktuell das Geo von diesem Monat. Das ist auch interessant, oder? Dass die Menschen meinen, denken, sie können selber sagen, wie lange das sie leben wollen oder eben erst mit 125 Jahren aus dem Golfclub austreten. Ist das das Ziel? Wir wissen es nicht. Und das ist quasi noch das Letzte. Der Herr Johnson, 46-Jähriger, ist biologisch ausgemessen 28 Jahre. Sein Ziel ist, gar nicht mehr zu sterben. Der lebt am Venice Beach in Los Angeles, lässt sich den ganzen Tag vermessen, verfolgt jede Kalorie, nimmt am Morgen 60 Pillen und über den Tag weitere 40 Pillen. Sonntagspresse vor 2 Wochen. Wahrscheinlich ist unser Referent mit dem auch nicht zufrieden. Aber nun übergeben wir das Wort Professor Kressig und er zeigt uns wieder auf dem Boden der Realität und der Seriosität, wie wir mit Ernährung gesund altern können. Herzlichen Dank, Reto, dass du bei uns bist. Sehr gerne. Ein Applaus für Professor Kressig. Danke. Das war's. Danke. Ja, ich hoffe, Sie verstehen mich. Ich muss sagen, ich bin überwältigt und natürlich sehr erfreut, Sie so zahlreich jetzt vor mir sehen zu dürfen. Ich möchte Ihnen wirklich an dieser Stelle versprechen, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, Sie wissen alle mehr als vorher. Und ich hoffe natürlich, dass Sie es nicht nur wissen, sondern auch bereit sind umzusetzen. Und dass es gar nicht viel braucht, letztlich, um dann gute Resultate zu erreichen, das finde ich das Tolle an diesen Botschaften. Die Altersmedizin hat in den letzten 15 Jahren ungemein viele Resultate erbracht, wissenschaftlich. Und ich bin immer etwas, nicht allein oder auch etwas verärgert, dass irgendwie diese tollen Resultate nicht zu den Betroffenen gelangen. Weil in der Schweiz speziell geben wir gerne das Geld aus,
die Schäden zu beheben, aber was man präventiv machen könnte, dass es gar nicht so weit eintritt, da gibt es kein Geld. Ich habe x-mal versucht, beim BAG, beim BLV, diese Botschaften kampagnenmäßig der alternden Babyboomer-Generation irgendwie zu vermitteln. Kein Geld, kein Geld. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich immer wieder solche Vorträge mache. Das ist eigentlich nicht im Katalog meines Lehrstuhls oder auch nicht unbedingt immer sehr gern gesehen von der Universität, weil die wollen einen gerne im Elfenbeinturm der Wissenschaft sehen. Und in dem Sinne, danke, dass Sie da sind. Und das ist meine Motivation von heute Abend. Nun, wenn wir von Muskel sprechen, und ich bin nicht sicher, können wir nicht im Saal noch vielleicht das Licht ein bisschen zurücknehmen, dass wir die Diapositive noch etwas besser sehen. Also wenn Sie mal nach Basel kommen, was ich natürlich nur empfehlen kann, und ich habe keine Aktien beim Tourismusbüro, dann gehen Sie mal in den Zolli und dann werden Sie mal so einen richtigen Eindruck, einen prominenten Eindruck von richtigen Muskelpaketen bekommen. Das sind unsere Gorillas, und es gibt nicht viele Zoos mit Gorillas in diesem Alter. Und wenn man da eigentlich sieht, so ein Gorilla wird maximal etwa 50 Jahre alt offensichtlich. Und es gibt praktisch keine Forschung, wie deren Muskulatur altert. So also ganz im Gegensatz, wie wir das jetzt beim Menschen immer besser wissen mittlerweile. Und ich glaube einfach, also wenn ich da vor diesen Gorillas stehe, muss ich sagen, dann fühlt man sich, vor allem wenn man eben am Älterwerden ist, schon eigentlich nicht mehr sehr muskelstark. Aber Sie kennen vielleicht diese Prominenz, nicht im Zoo, oder also das ist in Kalifornien, oder? Und auch der ist älter geworden. Das ist ein Bild mit 70. Und wenn man weiß, dass er auch immer noch trainiert, muss man doch sagen, da ist irgendwas passiert. Und tatsächlich ist es so, dass, und das wissen wir eigentlich eben erst relativ neu, im Gegensatz zum Beispiel zur Alterung des Knochens. Also alle Damen im Saal sind sich wahrscheinlich, haben sich konfrontiert gesehen schon mit Vitamin D, Calcium und ich weiß nicht, Biphosphonate und Osteoporose, oder? Seit über 30 Jahren, denke ich, macht man da sehr aktiv was. Den Muskel hat man gar nie angeschaut. Also, und dass der Muskel irgendwie eben auch gewisse Veränderungen durchmacht mit dem Älterwerden, sehen Sie auf dieser Grafik. Leider eben geht der Pointer nicht, aber Sie sehen auf der Grafik links diese rote und blaue Linie. Und Sie sehen die blaue Linie, das ist die Muskelkraft. Die macht beim gesunden Senior rein nur einfach durchs Älterwerden einen Knick. So, Sie sehen so bei 75. Ich weiß nicht, wenn wir solche Herren oder Damen im Saal haben. Das merkt man. Das merkt man, dass plötzlich irgendwie einfach weniger Kraft da ist im Vergleich zu früher. Und ja, tatsächlich ist das so. Wir verlieren Muskelmasse rein physiologisch und Alterungsprozess. Es ist nicht wenig, es ist etwa ein Drittel. Ein Drittel, nun, wenn wir mit 30 oder 40 aussehen wie Schwarzenegger, den ich gezeigt habe, dann denke ich, kann man auch mit 90 noch erwarten, Treppen steigen zu können, oder? Aber wer sieht schon so aus mit 40 oder mit 30? Und was ich einfach hier sagen möchte, ist, dass die Muskelalterung dann auch noch, ich will sie jetzt nicht zu Spezialisten ausbilden, aber das erklärt man vielleicht manchmal auch, dass wir im Alter eben zum Beispiel häufiger Stürze haben. Die Muskulatur besteht ja aus zwei Fasertypen. Es gibt die langsamen Muskelfasern und es gibt die schnellen Muskelfasern. Die schnellen Muskelfasern sind verantwortlich für die Muskelschnellkraft. Also wenn ich irgendwie dran bin, das Gleichgewicht zu verlieren und schnell eine Bewegung machen muss, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, das ist die Schnellkraft. Und das sind die Typ 2 Fasern oder die Fast Twitch Fibers, wie man heute alles auf Englisch sagt, die sind vom Alterungsprozess vornehmlich betroffen. Also dort haben wir einen ganz signifikanten Rückgang, natürlich eben mit Konsequenzen, die machen, dass wenn es vor allem darum geht, in wenigen Sekunden viel Kraft, schnell viel Kraft zu entwickeln, diese Kraft nicht mehr kommt. Und das führt dann häufig eben zu Stürzen.
Nun, ich habe Ihnen hier von der Bildgebung her, das sind MRIs vom Oberschenkel. Oben haben Sie den Oberschenkel eines 30-Jährigen und unten eines gesunden 80-Jährigen. Und Sie gehen wahrscheinlich einig mit mir, man muss nicht Radiologe sein, um zu sehen, dass es da Veränderungen gibt und möglicherweise auch Probleme. Sie sehen die Muskulatur, eben diese kompakte Masse schwarz um den Femurknochen oben verändert sich, sie nimmt ab an Volumen, Sie sehen die Haut respektive das Fett und Bindegewebe nimmt zu, zum Teil infiltriert es sogar in die Muskulatur, dass also eine solche Muskulatur nicht mehr gleich funktionieren kann. Ich glaube, das ist allen klar. Und was jetzt ähnlich zur Osteoporose neu entstanden ist, ist eine Diagnose, eine Krankheit, wenn dieser Muskelmassen- und Kraftverlust das Altersnormale übersteigt und Einfluss gewinnt auf den Alltag, so dass wir zum Beispiel langsamer als 80 cm pro Sekunde gehen, spricht man von Sarkopenie. Das ist krank, das ist pathologisch. Jetzt 80 cm pro Sekunde. Wie schnell muss man in der Schweiz unterwegs sein, dass Sie bei Grün über die Straße kommen? Sind wir sehr realistisch, praktisch? Haben Sie eine Ahnung? Ah, das ist sehr schnell. 120. 120. Und 120 in dem Sinn, dass so die meisten Ampeln eingestellt sind. 80 ist sehr, sehr viel langsamer. Also ich empfehle jetzt nicht natürlich, das so zu testen. Also wenn da jemand nicht mehr durchkommt, dann hat er eine Sarkopenie. Aber es geht mir mehr darum, dass Sie sich ein Bild machen können, wie langsam das ist. Also das merkt man. Oder es gibt andere Tests auch, die in diese Richtung gehen. Und klar, wenn so ein neues Krankheitsbild kommt, ist immer der Kampf und der Streit und die Diskussion letztlich, wie stellt man Diagnose? Was ist letztlich die Definition der Sarkopenie? Und Sie sehen, das hat so begonnen um 2000 und geht jetzt bis 2020. Gibt verschiedenste Möglichkeiten, dies zu diagnostizieren, dass man eben die Diagnose einer krankmachenden Sarkopenie stellen kann. Und ich zeige Ihnen hier nur kursorisch einfach die jetzt mindestens in Europa, denke ich, gültige State-of-the-Art-Lösung. Das ist diese EWGSOP 2020. Und was ich Ihnen eigentlich hier nur zeigen möchte, ist, man muss einen klinischen Verdacht haben. Also das ist der Hausarzt, das können Sie selber sein, das kann ein Familienmitglied sein, dass da möglicherweise mit der Muskelkraft etwas nicht mehr normal ist. Und dann sehen Sie auf diesem Algorithmus rechts, rot eingerahmt, kommt ein Test. Das ist interessant. Man kann mit diesem einzelnen Test sehr schnell sehen, wo man steht. Und das ist die Handschlusskraftmessung, dieser Grip Strength Test. Und wenn der normal ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Muskulatur in Ordnung ist. Ist das nicht so, reicht das heute klinisch praktisch schon zur Diagnosestellung der Sarkopenie. Wenn man es dann noch ganz genau wissen will, da kann man noch eine DEXA-Untersuchung machen. Die Damen wissen das alle. Also man kann nicht nur die Knochenmasse messen, sondern man kann auch die Muskelmasse messen. Und es ist das gleiche Gerät, aber ist doch relativ aufwendig, Strahlenbelastung und nicht ganz billig. Drum, also wir in der Klinik halten uns sehr häufig an diesen Grip-Strength-Test und wenn der Hausarzt das mit Ihnen machen wird und er dann mit dieser Jamar-Zange kommt, das ist die Zange, die Sie sehen rechts unten, dann müssen Sie ihm sagen, dass es eigentlich heute nicht mehr das gute Instrument ist. Aber es ist in den letzten 50 Jahren einfach verwendet worden. Ist eine ungemein schwere Zange, sage ich ihr. Also man muss die dann zusammendrücken. Und wie mehr man das drückt, oder umso mehr können wir dann ablesen, wie viel Kraft da entwickelt wird. Jetzt, ich muss sagen, meine Patienten in der Klinik, die sind in der Regel sehr fragil, sehr krank.
sie mit einer solchen Zange zu belästigen, finde ich erstens mal schon ethisch grenzwertig und zweitens, die meisten können das gar nicht mehr. Also haben sie noch etwas arthrotische Veränderungen in den Händen? Es ist gar nicht möglich, oder? Und drum, als wir vor einigen Jahren die größte EU-Altersstudie lanciert haben, zusammen mit Heike Bischoff in Zürich, haben wir uns überlegt, wir müssen etwas Neues kreieren und haben uns dann für dieses Martin-Vigorimeter entschieden. Das ist viel einfacher insofern, als Sie kennen das, ich weiß nicht, von einem Blutdruckmessgerät oder wo Sie einen luftgefüllten Plastikball, wir haben drei verschiedene Größen, also auch entsprechend der Handgröße der Patienten, ein viel physiologischeres Gefühl der Messung im Sinne, dass wir das auch bei fragileren Menschen noch messen können und so Resultate erhalten. Es gibt mittlerweile auch eben für dieses Martin-Vigorimeter, Sie sehen es, für Männer und Frauen, dann auch in verschiedenen Alterskategorien, ganz klare Cut-offs. Das haben wir dank dieser großen, fast 3000 Senioren, über 70 gesunde Senioren, in dieser EU-Studie mitgemacht haben, ermitteln können, ab welchem Cut-off, also wenn man in dem Sinne eben unter dieser Kraftlimite ist, müssen wir oder können wir von einer Sarkopenie, also von einem krankmachenden Muskelschwund einhergehen. Ja, der hat ein Batterieproblem. Der ist auch schon etwas alt, vielleicht müsste der auch etwas Proteine essen. Die Kollegen und Hubert, der kennt mich langsam, die mich kennen, die wissen, ich bin ein sehr geerdeter Mensch. Also ich sage immer, das ist toll, oder auch jetzt mit dieser Handschlusskraftmessung. Aber man muss ein Gerät kaufen. Macht der Hausarzt das? Fragen Sie ihn mal, wenn Sie das nächste Mal dort sind. Es ist ein zusätzlicher Effort. Und ich bin immer der Meinung, Untersuchungen im Sinne der Prävention, einer Früherkennung eines Problems, die müssen ganz einfach sein, mit wenig Kosten verbunden und einfach schnell realisierbar. Und darum habe ich bei mir in der Klinik geschaut, gäbe es andere Möglichkeiten von Tests, die viel einfacher sind, als jetzt die Handschlusskraft zu messen. Ja, und wir haben einen gefunden. Das können Sie alle heute Abend selber zu Hause messen. Das ist die Zirkumferenz, also der Umfang Ihrer Wade. Und Sie dürfen messen die Wade, die am dicksten ist, links oder rechts manchmal. Also die Beine sind nicht immer ganz symmetrisch. Also das heißt, Sie dürfen auch die dickste Stelle finden. Also Sie rutschen mit dem Zentimeter. Also das muss natürlich ein flexibler Zentimeter sein, wo Sie das messen können. Und was Sie aber natürlich auch nicht messen dürfen, das ist Wasser. Also wenn Sie ödematöse, also mit Wasser gefüllte Beine haben, das ist natürlich keine Muskulatur. Also das hat dann gilt die Messung nicht. Aber wir konnten zeigen, dass bei den Frauen diesbezüglich der Cut-off bei 29,5 cm ist. Das sind Daten, die haben wir vor 3 Wochen veröffentlicht, die sind ganz neu. Und bei den Herren ist es etwas mehr, die sie haben müssen, sind 32 Zentimeter. Messen Sie das mal heute Abend bei sich. Das ist schon mal eine erste Aufgabe. Jetzt ist ja immer auch die Frage, wie häufig ist so ein Problem? Sprechen wir da von einer irgendwelchen Rarität? Machen wir da einen Aufwand, einen Sturm im Wasserglas? Nein, ist es nicht. Haben wir auch geschaut, in einer Klinik jetzt wie das Felix Platter, das ist ein 370-Betten-Spital, wir machen nur Altersmedizin, also der Schnitt unserer Patienten altersmäßig ist um 80. Und Sie sehen, bei uns, das sind natürlich kranke Menschen, also das ist nicht die Basler Bevölkerung, danke vielmals, generell, oder die ältere Bevölkerung. Ich sage meinen Assistenzärzten immer, was wir im Spital sehen, das ist nicht das normale Altern. Aber wenn man mal im Spital landet,
dann hat man was, oder? Und Sie sehen, praktisch 50% unserer Patienten leiden an einer Sarkopenie. Es ist also nicht ein kleines Problem. Super, jetzt funktioniert es wieder wie am Schnürchen. Und jetzt genug, oder, der Diagnostik, genug der Problemdarstellung. Jetzt wollen wir wissen, was können wir tun? Das ist ja eigentlich das Ziel von heute Abend. Also, jetzt in der Medizin ganz generell. Wenn man eine Krankheit behandeln will, muss man verstehen, wie sie entsteht. Sie müssen wissen, ja, wo greife ich an, um letztlich diese Ursache zu beheben. Und bei der Sarkopenie gibt es verschiedene Faktoren, die beitragen. Ich habe Ihnen hier ein relativ aktuelles Bild mitgebracht, was man denkt oder was wir heute für Hypothesen haben, welche Faktoren, verschiedene Faktoren dazu führen, dass es letztlich zu einem pathologischen Muskelabbau kommt. Und da sehen Sie, da gibt's der oxidative Stress, natürlich beim Älterwerden. Wir haben weniger Geschlechtshormone. Die Geschlechtshormone sind, du hast es gesagt, also in deinem Bild, oder? Also man kann mit Geschlechtshormonen dann auch den Muskel beeinflussen, ob das sinnvoll und gut ist. Wir kommen gleich darauf. Aber Sie sehen natürlich viele andere Faktoren, die da mitwirken. Und ich habe mir einfach für heute Abend gesagt, wir sprechen nur von dem, den wir kennen, und von dem, wo wir angreifen können und wo was nützt. Und da sehen Sie einerseits Bewegung, also Inaktivität natürlich, den Muskel nicht zu gebrauchen, dann wird er kleiner, oder? Also das ist das Erste. Das wissen wir aber schon seit immer, oder? Was wir bis jetzt nicht gewusst haben, das ist dieses Ungleichgewicht im Proteinmetabolismus. Und natürlich wäre es am schönsten, wir könnten einfach eine Pille schlucken am Morgen und das Problem wäre gelöst. Ich kann Ihnen sagen, ich komme aus Basel und bin wohl mit meiner Klinik auf der anderen Rheinuferseite, aber ich sehe natürlich in die Pipelines der großen Pharmafirmen in Basel und ich kann Ihnen sagen, da läuft wahnsinnig viel. Also die Sarkopenie ist erkannt als großes Problem. Und natürlich da irgendein therapeutisch-medikamentöser Approach zu finden, das wäre wahrscheinlich ein nächster Blockbuster. Aber ich kann Ihnen sagen, und das habe ich mir hier erlaubt, einfach aufzulisten, was alles schon probiert wurde. Ich darf sagen, ich war in verschiedenen Studien auch als PI tätig. Also ich habe Patienten behandelt mit neuen Substanzen, also das neueste bereits abgebrochen, müssen Sie sich gar nicht merken, ist das, das sind diese Myostatin-Inhibitoren. Das hat recht gut funktioniert. Wissen Sie, oder können Sie sich vorstellen, warum die Studien eigentlich immer wieder abgebrochen wurden? Das Problem ist, das Herz ist auch ein Muskel. Und diese Therapien, die wirken nicht nur auf die Skelettmuskulatur, sondern auf die Herzmuskulatur und kreieren alle Probleme am Herz, meistens in Form von Rhythmusstörungen, die lebensgefährlich sind. Also, forget it, drum alles an die Wand gefahren, viel Geld, den Rhein runtergelassen. Jetzt hier sehen Sie alles blau, hat nicht funktioniert oder ist absolut nicht empfohlen wegen der Nebenwirkung. Ich habe Studien gemacht, noch in den USA, mit Testosteron. Natürlich nur bei Männern, weil Testosteron bei Frauen finden sie manchmal so wahrscheinlich Resultate in Russland, also von russischen, also habe ich nicht gesagt. Aber bei Männern, ich muss Ihnen sagen, das funktioniert beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Wir waren jeweils als Investigatoren geblindet. Also wir wussten nicht, hatte der Patient das Verum, also das wirkliche Testosteron oder das Placebo. Aber wir konnten schon in der Kontrolle sehen, im Moment, als er zur Türe reinkam, wie glücklich oder unglücklich oder wie kräftig er war, oder? Und als man dann auch die Histologie, das heißt, wir haben Biopsien gemacht, haben das unter dem Mikroskop angeschaut und das eindrücklich. Was ist das Problem? Warum geben wir nicht allen Männern mindestens Testosteron? Das Prostatakarzinom.
wenn Sie Testosteron einfach so verteilen, dann machen Sie sehr häufig, nicht, dass Sie das Prostatakarzinom kreieren, aber wenn es da ist, und bei sehr vielen ist es da, aber es schlummert, und es schlummert, bis Sie sterben, also Sie werden es gar nie merken, Sie werden es boosten. Und drum, also ich habe ein paar wenige Männer, wo wir Testosteron substituieren, weil wir es gemessen haben, es ist deutlich zu tief, aber wir sind da urologisch sehr, sehr, sehr dran, einfach um das wirklich unter Kontrolle zu halten. Aber es ist sicherlich nicht ein Approach, eben, den man so im Gießkannensystem allen geben könnte. Und Sie sehen, rot, das funktioniert, wie größer, wie dicker, umso besser. Also, und Sie sehen, Physical Exercise, bewegen, sich in dem Sinn mit dem Muskel auseinandersetzen, aktiv, das funktioniert. Oder? Und unten sehen Sie natürlich dann eben Ernährungssupplemente und dann kommt sofort Protein und Vitamin D. Aber ich muss Ihnen auch sagen, auch wahrscheinlich diese essentiellen Fettsäuren und auch das Kreatin, auch da gibt es immer solidere Daten, dass das was bringt. Ja, mit 90 noch so aussehen, mit Krafttraining, ist möglich. Gibt mir immer Hoffnung, wenn ich das sehe. Nur, man muss es machen. Also das ist bei den Jungen wie bei den Alten das gleiche Problem oder der gleiche Challenge. Das braucht Disziplin, da muss man dafür arbeiten. Aber ist möglich. Der alte Muskel, muss ich sagen, auf Exercise reagiert praktisch wie der junge Muskel. Das ist ganz erstaunlich, oder? Das wissen viele nicht, ist möglich, aber es braucht Arbeit. Also hat man auch, Sie sehen sie, also man hat das in x Studien gezeigt. Und ich muss ehrlich sagen, ich ärgere mich manchmal, wenn es immer noch Studien gibt, die das Gleiche zeigen. Also schon 7000 Senioren hat man da durchgelassen, hat man da gequält in diesen Kraftstudios. Und gezeigt, ja, es funktioniert, also hört doch jetzt auf, jetzt wissen wir es, jetzt müssen wir es nur noch machen, oder? Also, und das ist ja das Problem dann, dass vieles, was in der Studie funktioniert, im Alltag irgendwie dann scheitert, eben weil man es nicht gern macht oder nicht alle das gern machen, es passt nicht für alle. Also von dem her denke ich, ja, müssen wir etwas breiter denken. Und drum möchte ich Ihnen heute Abend etwas eröffnen. Und ich hoffe, ich habe den Punkt gemacht. Gehen Sie heute Abend nicht nach Hause und sagen Sie, der Kressig hat gesagt, ich kann mich am Abend aufs Sofa setzen, vor den Fernsehen, ich esse Proteine, die richtigen natürlich, und meine Muskeln wachsen. Muskelwachstum ohne Exercise hätte ich Ihnen vor 5, 6 Jahren gesagt, forget it, nicht möglich. Und heute haben wir ganz solide Daten, die zeigen, dass das möglich ist. Und das ist das, was ich Ihnen heute Abend mitgeben möchte, einerseits oder andererseits aber natürlich die Botschaft. Wenn Sie dann das noch kombinieren mit Bewegung, dann braucht es von beidem weniger. Und dann ist es plötzlich sehr machbar. Möchte ich Ihnen das ganz praktisch jetzt auch entwickeln. Also was hat die Ernährung für eine Rolle für die Muskelgesundheit? Sogar die Schweiz hat bemerkt, dass effektiv, was die Ernährung anbetrifft, die Bedürfnisse des älteren Menschen nicht denen entsprechen, die propagiert werden für jüngere Erwachsene. Dass ein Kleinkind anders essen muss, das ist eigentlich allen klar gewesen. Aber man hat, ich weiß nicht, wie viele Jahre gebraucht, um zu merken, dass möglicherweise der ältere Mensch auch nicht mehr die gleichen Ernährungsbedürfnisse hat. Nun, das Ausland hat das schon länger bemerkt. Die Schweiz ist da immer sehr föderalistisch, demokratisch langsam. Aber wenn sie es dann mal begriffen hat, also gibt es jetzt sogar Ernährungsempfehlungen, Schweizer Ernährungsempfehlungen für ältere Erwachsene. Die Eidgenössische Ernährungskommission hat das lanciert in einer dicken Broschüre. Ich musste auch mitschreiben. Oder? Und eigentlich die Botschaft ist ganz einfach. Man muss
weniger Kalorien essen. So, jeder, der 50 ist hier im Saal und einfach gleich weiter isst, der wird sehen, er beginnt zu wachsen in die falsche Richtung. Oder? Und was ganz wichtig ist, also neben dieser Reduktion von Kalorien um rund etwa 25%, ein Viertel weniger Kalorien, ist, sie brauchen praktisch die Hälfte mehr Proteine als ein jüngerer Erwachsener, dass sie ihre Muskelkraft und ihre Muskelmasse erhalten können. Also, dass sie aktiv etwas dagegen machen können, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, diesen Alterungsprozess des Muskels. Das sind die zwei wesentlichen Botschaften hier. Und eben, ich habe gesagt, die Hälfte mehr. Das heißt, Sie sehen es hier oben. Doch, der funktioniert. Schau an. Da 1,0, ich empfehle 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Also 75 Kilogramm schwer mal 1,2 macht 90 Gramm. Das heißt, Sie brauchen 90 Gramm Protein pro Tag. Wie viel Fleisch ist das? Das beruhigt mich etwas, oder? Da frage ich jeweils in der Vorlesung bei Medizinstudenten. Ich frage das bei Fortbildungen, bei gestandenen Hausärzten. Das weiß niemand. Ist das nicht schlimm? Wie? Ich verstehe es. Ja, das könnte kommen gleich drauf. Ja, ich denke einfach, Proteine denken immer gleich alle an Fleisch, oder? Und irgendwie ist die Frage, ja, also wenn man jetzt 90 Gramm Protein essen muss, wie viel Gramm Fleisch entspricht das? Also 400 Gramm. Mhm. Sind wir fast auf einem türkischen Basar. Ich liebe es. Winterthur ist wunderbar. Komme ich wieder mal. Sie sind am nächsten. Also im Prinzip können Sie davon ausgehen, dass 5 mal 8, Sie haben in 100 Gramm Fleisch haben Sie 20 Gramm Protein. Also Sie sehen, 20 Gramm Protein, 80% ist Wasser und Fett. Das heißt, rund ein Fünftel, das heißt eben, ja, Sie haben es gesagt, oder? Da sind wir sehr schnell fast bei einem halben Kilo Fleisch. Oder? Und ich wollte das mit Ihnen so berechnen, oder? Und Sie müssen sich gar nicht ärgern, oder? Also wir sprechen nicht nur vom Fleisch. Es gibt 100 Möglichkeiten, sogar effizienter, das mit nicht tierischen Proteinen zu decken. Oder? Also in dem Sinne ist es dann Ihre Wahl, wie Sie das machen. Es geht mir nur darum, Ihnen auch zu zeigen, das ist nicht wenig und in der Umsetzung absolut möglich, wenn man das gezielt angeht. Ich zeige Ihnen das ganz praktisch. Ich habe gesagt, ich bin die Niederungen von Betty Bossi gestiegen, habe ein Heft gemacht mit Rezepten, die das erfüllen. Super gute Rezepte, oder mit alles natürlichen Ingredienzen und nicht Fleisch oder nur Fleisch. Also das, ich glaube, müssen Sie wirklich so mitnehmen. Nun, einfach, was ich Ihnen hier erzähle, ist nicht irgend erfunden, oder das basiert wirklich auf solider Evidenz. Und ich habe Ihnen hier eine große Studie mitgebracht, über 2000 Teilnehmer, Alter zwischen 70 und 80. Und Sie sehen einfach über 3 Jahre, die Entwicklung der Muskelmasse, je nachdem, wie viel Proteine pro Tag diese Menschen gegessen haben. Und Sie sehen einfach, der jüngere Erwachsene, der braucht 0,8. Und da sehen Sie, diese Senioren haben fast ein Kilo eigene Muskelmasse verloren. Oder? Und Sie sehen, die 1,2 gegessen haben, die haben nur etwa die Hälfte verloren. Also Sie sehen auch, es ist nicht ein Wunder im Sinn, dass Sie noch zunehmen, aber Sie nehmen weniger ab. Die Hälfte weniger abnehmen, das macht dann auf 10 Jahre noch mehr aus, oder? Also ich glaube, das muss man ja
dann irgendwie auch weitersehen. Nun, wie ist es dann in der Schweiz? Wie viele Proteine essen Senioren? Auch da sind wir irgendwie in einer Blackbox. Wir führen ja keine Statistiken diesbezüglich, es gibt keine Register, nichts. Es gibt eine einzige Studie, das ist diese Menü-CH, die von der Uni Lausanne aus gepusht wurde. Und ich habe damals, als ich da war, einer der Ersten, der da sich für die Proteine und ältere Menschen interessiert hat, über das Magazin Einstein, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Druck machen können, dass man diese Daten angeschaut hat mit der Frage, wie viele Proteine werden konsumiert in der ältesten Gruppe in dieser Studie. Das waren Frauen und Männer von 65 bis 75 Jahren. Nachher hört die Studie auf, nachher gibt es nichts mehr. Also wenn Sie über 75 sind, gehören Sie nicht mehr dazu. Also, und wenn man das anschaut, diese Gruppe, sehen Sie, jeder Zweite konsumiert zu wenig. Und zwar nicht 1,2, ich habe als Cut-off gesagt, sind wir bescheiden, 1,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also da gibt es zu tun. Und das Verrückte ist, wir haben natürlich in dieser Studie auch Analysen von Jüngeren. Oder und wenn Sie da sehen, die Jüngsten, 18- bis 34-Jährigen, hier links, ja, die sind interessanterweise bei den Bedürfnissen der Alten, oder? Also Sie sehen, links ist immer das, was empfohlen ist, oder? Und das, was die Realität ist, oder? Und Sie sehen, wie älter man wird, nimmt das ab. Und genau die das brauchen, haben das umgekehrte Verhältnis. Also da haben wir ein Problem und das ist ein Grund, dass ich heute Abend hier bin und dass ich auch immer noch das BLV und das BAG bearbeite. Sie haben mittlerweile Broschüren gemacht, aber ich bin einfach der Meinung, Broschüren, wer liest heute noch Broschüren? Oder? Also, ich weiß nicht, Sie? Ich nicht. Also, jetzt, Sie haben vorher so zum Teil geschaut, dass ich das Beispiel mit dem Fleisch gemacht habe. Hier habe ich Ihnen verschiedene proteindichte Lebensmittel gelistet und Sie sehen die Mengen, die es braucht, um 10 Gramm Protein zu reflektieren. Oder? Sie sehen praktisch ein großes Ei oder zwei kleinere Eier, haben Sie das schon abgedeckt. Oder? Und was ich hier, wenn wir vom Fleisch wieder so ein bisschen ausgehen, Sie brauchen eben diese 50 Gramm Fleisch, also fünfmal mehr, um 10 Gramm Proteine zu erhalten. Schauen Sie die Nüsse an, die sind sogar proteindichter, also da braucht es weniger, 40 Gramm nur, um 10 Gramm Proteine zu haben. Und bitte vergessen Sie diese sofortige Reaktion von vielen, ja, die Nüsse sind so fett, so viele Fettsäuren und so. Ja, es hat sehr viele essentielle Fettsäuren in den Nüssen, das sind gute Fette, die helfen Ihnen, die Gefäße geschmeidig zu halten. Das heißt also, haben Sie diesbezüglich keine Angst. Nüsse sind, ich sage immer, auch ausgezeichnete Snacks, weil sie auch in dem Sinne einfach eben sehr, sehr proteindicht sind. Ja, ich habe es gesagt. Betty Bossi war gar nicht happy, als ich sie das erste Mal mit dieser Idee konfrontierte. Weil sie sagt, wer interessiert sich für alte Leute, wer interessiert sich für den alten Muskel, oder? Man muss sich mal das vorstellen. Ich habe denen gesagt, wie alt ist das Durchschnittsalter ihrer Leserschaft? Weil zufällig, ich Betty Bossi, ich bin aufgewachsen mit Betty Bossi, oder? Und ich kann Ihnen sagen, also meine Mutter, ja, in der ganzen, also älter als ich, das ist die Monatslektüre, oder ich weiß nicht, wie häufig dieses Magazin kommt, aber wenn das, ja, also darum finde ich, also ich habe am Anfang habe ich mich etwas gestört, aber wir haben gekämpft und ich habe dann dank eines sehr jungen, dynamischen neuen CEOs bei Betty Bossi, der hat das irgendwie dann aufgenommen und ich war sehr happy, musste aber alles praktisch selber bezahlen. Also ich habe das dann über unsere Stiftung, die Felix-Platter-Stiftung, laufen lassen können und habe dieses Magazin gemacht, Gesund und Stark.
Das ist nicht etwas, das einfach so verschickt wird oder wurde. Aber wenn Sie sich interessieren, ich habe es Ihnen angegeben, also man kann es gratis elektronisch runterladen. Sie können es bei uns, bei der Stiftung auch als Print beziehen. Man macht ein E-Mail an stiftung@felixplatter.ch. Sie können es dort bestellen. Gibt es auch auf Französisch. Also auch die ganze Welsche Schweiz wurde damit beglückt. Und ich kann Ihnen einfach sagen, wie das ist bei Betty Bossi, oder? Das sind bekömmliche, gute Rezepte. Sie sind sogar für mich kochbar. Das heißt, dass es nicht zu kompliziert ist, also, und es wird gut. Also mit Erfolg kann das eigentlich jeder machen. Und wir haben natürlich versucht, auch viel Facts, viel Wissen, sehr vereinfacht auch zu integrieren. Einfach, ich dachte, wenigstens mache ich jetzt da einen Beitrag, um diese Botschaft nach außen zu tragen. Jetzt, wenn wir von Proteinen sprechen, muss man auch wissen, dass nicht alle Proteine gleich gut verdaulich, respektive gleich gut resorbierbar sind. Und da sehen Sie jetzt, wenn man Fleisch und Fisch mit einem Prozentsatz der biologischen Wertigkeit von 100% versieht, dann ist Milch und Käse und generell Milchprodukte, Joghurt, Quark, was auch immer, noch besser verdaulich, 120%. Also da können Sie noch viel effizienter die Proteine rausresorbieren, die dann dem Muskel zur Verfügung stehen. Wenn Sie rein vegetarisch respektive, was sage ich, vegan unterwegs sind, also Sie sehen Soja, Kichererbsen, Weizen, da sehen Sie, da geht diese Wertigkeit etwas nach unten, was einfach bedeutet, dass man volumenmäßig deutlich mehr nehmen muss, um dann letztlich auf diese Proteinzahl zu kommen. Aber eben wenn man das geschickt macht, die richtigen Quellen wählt, denke ich, ist das bis zu einem gewissen Maß problemlos, ohne irgendwelche künstliche Supplemente möglich. Noch ein Unterschied vom alten zum jungen Muskel. Sie werden heute Spezialisten, aber darum sind Sie auch da, oder? Also, wenn es kommt darauf an, wie viel Protein aufs Mal, also pro Mahlzeit, man isst in Bezug auf die Antwort der Muskelneusynthese, dass neuer Muskel entsteht. Da sieht man, wenn man den älteren Muskel nimmt, blau, und Sie haben in einer Mahlzeit 15 Gramm oder weniger Protein, kann der alte Muskel nur etwa halb so viel neuen Muskel kreieren wie der junge. Das ist ein Schwellenunterschied. Aber, und das sind die guten News, nehmen Sie pro Mahlzeit 25 Gramm oder mehr, kein Unterschied. Also, was ist die logische Folge? Essen Sie mehr Proteine bereits zum Frühstück, verteilen Sie Ihren Proteinbedarf auf die drei Mahlzeiten und schauen Sie, dass Sie jedes Mal ungefähr auf diese 25 kommen, mindestens. Ich esse seit Jahren jeden Tag, jeden Morgen ein Ei. Viele Leute sagen, wie kannst du das? Ich liebe das. Ich war gerade jetzt in den Ferien und konnte das nicht immer machen. Und habe mich so gefreut, wieder zu Hause zu sein, dass ich wieder in diese schöne Tradition eintreten konnte. Ich esse Joghurt, wo ich noch Nüsse reintue, dann noch etwas Käse. Und um eben die Kohlenhydrate oder die Kalorien etwas zu reduzieren, ich esse während der Woche kein Brot. Das ist eine Möglichkeit, das so umzusetzen. Ich habe es vorher den Kollegen gesagt, beim Nachtessen, am Wochenende, no rules. Also da wird übertrieben und gesündigt. Und das, finde ich, soll auch so sein. Ich möchte gar nicht, irgendwie, dass Sie den Eindruck bekommen, ich sei irgendein Ernährungsapostel und Strich und so muss man das machen. Ich glaube, wenn Sie heute Abend nur die generellen Linien, woran man sich orientieren sollte, mitnehmen, machen Sie sich schon einen Riesengefallen. Oder ich glaube, Essen ist etwas Soziales, ist etwas, das Freude machen soll.
Und in dem Sinne glaube ich, der Genuss ist für mich hier ganz zentral, auch fürs Wohlbefinden. Und ich glaube, wenn man dann noch etwas Wissen integriert, dann kann man das, das hat Betty Bosse gezeigt in dieser Rezeptsammlung, absolut in diesem Rahmen bleiben. Und wenn man dann mal irgendwo übertreibt, voilà, dann soll man das auch tun. Jetzt, ich habe es eingangs gesagt, natürlich, dies zu kombinieren, eben sich zu bewegen und gleichzeitig die richtigen Proteine zuführen, das hat natürlich noch ganz andere Wirkungen. Und die Eltern unter Ihnen vielleicht erinnern sich, es gab in den 90er Jahren eine Studie in Boston aus der Altersmedizin von Mary Fiatarone, eine Kollegin von mir, sie ist etwas älter, eine Geriaterin, die hatte den Mut, oder in Amerikanisch die Audacity, also die Frechheit, im Pflegeheim mit 90-Jährigen Krafttraining zu machen. Nun nicht mit Kieser und Gewichten und so, sondern Sie sehen, es sind Therabänder, so Plastikbänder mit verschiedener Elastizität oder Widerstand. Und sie hat das gemacht, und zwar über 10 Wochen bei 100 Pflegeheimbewohnern, eben fast 90 Jahre alt. Und Sie sehen, sie hat einerseits nur trainieren lassen in einer Gruppe, in einer anderen Gruppe hat sie das Training kombiniert mit Sojaproteindrinks. Und dann hat sie auch eine Gruppe gehabt, wo es nur Proteindrinks gab. Und dann hat sie eine Gruppe gehabt, da gab es gar nichts. Oder? Und Sie sehen, die Säulen, also die, die trainiert haben, die haben ihre Kraft in den 10 Wochen verdoppelt. 100% Zuwachs. Sie sehen, die es kombiniert haben mit Sojaproteinen, die haben es noch mehr erhöht. Die, die nur Proteindrinks hatten, da passierte nichts und bei der Placebo-Gruppe auch nicht. Nun, das war der Stand, den ich wissenschaftlich immer wieder vertreten habe. Wenn mir Leute sagen, ich habe Protein und so, oder, und es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Wir haben gelernt, Proteine sind nicht Proteine. Und je nach Proteinwahl können sie eben selbst ohne Training Muskeleffekte haben, die anabol sind, das heißt die Muskelneusynthese ankurbeln. Und dazu muss man wissen, es gibt langsame und schnelle Proteine. Wenn man für einen Publikumsanlass in Zürich dieses Slide gemacht und Sie sehen, also der schnellste ist die Molke. Also wenn Sie Molke trinken, sind Sie in 20 Minuten, ist diese Molke in Ihrem Muskel. 20 Minuten, nicht schlecht, geht schnell. Oder ein Ei braucht etwa 3 Stunden und das Fondue, das nehmen Sie am liebsten am Abend, weil da haben Sie wirklich Zeit, dann 6 Stunden zu warten, bis das ankommt, oder in der Muskulatur. Also Sie können sich vorstellen, also wieder, ich bin sehr pragmatisch, sehr praktisch bei uns in der Klinik. Wenn unsere Patienten Physiotherapie haben, da bringt der Physiotherapeut ein Molkepräparat. Die Hälfte wird vor der Session getrunken und die andere Hälfte nachher. Also ich habe das der Pflege weggenommen, weil ich einfach jeden Abend sah, wie auf dem Nachttisch das unberührt stand. Und jetzt erklärt es der Physiotherapeut euch, aber ich brauche nur Molkeprodukte, weil das macht nur Sinn, also wenn Sie den Muskel bewegen, in eine anabole Situation versetzen, dann eben schnell Proteine hinführen, dass Sie einen Zusatzeffekt haben im Muskelwachstum. Und ja, gut, ich glaube, ich muss Ihnen nicht erklären, was Molke ist oder ein Abfallprodukt eigentlich der Käseproduktion. Es ist eigentlich nur das, was man nachher macht, dieses Molkeprotein. Man kann diese Molke, dieses Serum, diese Flüssigkeit nochmal leichter hitzen, zentrifugieren, dann fallen diese Molkeproteine aus. Das ist übrigens Ricotta. Also Ricotta ist reiner Molkekäse, wenn Sie so wollen. Für mich unbedingt die Entschuldigung, dass ich Cannelloni oder irgendwelche Ravioli gefüllt oder mit Ricotta, das sind plötzlich weniger Kohlenhydrate, sondern eben auch Proteine, sehr gute Proteine. Also kann man sich auch Pasta mit gutem Gewissen gönnen. Ja, jetzt. Was ist wohl der Trick, auch, dass diese Molke nicht nur so schnell
ankommt im Muskel, sondern, wir werden es gleich sehen, auch so gute Resultate zeigt. Molke ist sehr reich an einer besonderen essentiellen Aminosäure, die heißt Leucin. Das müssen Sie unbedingt auch irgendwo registrieren hier oben, weil wir wissen, je höher der Leucinspiegel im Serum oder im Blut, umso höher ist die Muskelneusyntheserate. Man kann das messen, haben Sie viel Leucin im Blut, dann ist Ihr Muskel am Wachsen. Und auch hier muss ich sagen, leider braucht es beim älteren Muskel mehr als beim jungen. Beim jungen Muskel, sehen Sie, braucht es von der Schwelle her etwa 3 Gramm Leucin und für den älteren Muskel braucht es 5, um eine maximale Stimulation der Muskelneusynthese auszulösen. Und wenn wir in die Klinik gehen, und das ist dann real life, hier eine Studie mit japanischen Frauen, die alle Sarkopen waren, aber noch zu Hause lebten. Und hier hat man auch Training gemacht. Man hat ein Supplement verwendet, Molke basiert, aber sehr Leucin angereichert. Leucin, Isoleucin ist eigentlich fast ein Leucin-Gemisch. Ein Getränk, das hier getrunken wurde. Das Ganze lief über 3 Monate und sie haben wieder, ähnlich wie bei der Mary Fiatorone-Studie, 3 Gruppen. Also Placebo darf man heute nicht mehr machen, ist nicht ethisch. Also wenn Sie nichts anbieten, vergessen Sie es, oder? Also da hat man nur Leucin angereichertes Produkt, hier nur Training und hier Kombination. Und ich habe Ihnen angezeigt von der Wirkung auf die Muskelkraft und Masse in der Knieextension. Also so. Also das ist die Kraft, die man braucht letztlich zum Treppensteigen. Nicht unwesentlich. Oder? Und Sie sehen, allein das Proteinsupplement, eine Verdoppelung der Kraft. Allein Exercise, wirksamer, Gottlob, oder? 2,6 mal mehr Kraft. In Kombination fast 5 mal mehr Kraft. Das merken Sie. Und die Studie, die mich vom Sockel, ja? Jetzt fragen Sie mich etwas. Change in leg muscle mass. Change. Ja, würde ich meinen. Ja. 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 Zunahme. Die Studie, die mich sozusagen vom Sockel gehauen hat, weil das wirklich eine Real-Life-Study ist. Also, wissen Sie, bei diesen Studien muss man immer etwas aufpassen. Das sind nicht normale Leute. Wer geht in eine Studie? Das sind die besonders motivierten, sind meistens die auch bildungsmäßig besser gestellten. Es ist nicht 0815 Population. Oder? Und sowas umzusetzen, dann ist immer etwas, ja, man hat, ja, ist das dann wirklich für alle gültig? Weiß man nie so ganz. Das ist eine Studie, die wurde in europäischen Pflegeheimen durchgeführt. Ich durfte leider nicht machen, weil wir in der Schweiz nicht in Europa sind. Das war eine europäische Studie. Und hier hat man über 13 Wochen wieder ein Leucin-verstärktes Molkepräparat getestet. Und zwar nur No Exercise. Und was Sie hier sehen, nach 13 Wochen nur mit diesem Getränk, 250 Gramm mehr Muskelmasse. Das muss ich sagen, das hätte ich, wie gesagt, vor 5 Jahren nicht geglaubt. Und das sind Daten, die immer wieder jetzt eigentlich in der Zwischenzeit bestätigt wurden. Also das Leucin hat hier offensichtlich, ich meine vor allem bei sehr Vulnerablen, bei sehr Sarkopenen, bei sehr, ja, wirklich geschwächten älteren Menschen, wie das so ist, wenn man im Pflegeheim ist, eine Wirkung. Jetzt kann man sagen, does it matter?
Soll man das machen noch bei Pflegeheimbewohnern? Ist das ethisch? Ist das sinnvoll? Ich kann Ihnen sagen, die Pflegenden sagen sofort, woher der Wind dreht, oder? Also, wenn jemand nur schon etwas mehr helfen kann beim Transfer, bei einfach etwas mobiler ist, es macht schon einen Riesenunterschied. Und für die Betroffenen offensichtlich auch. Pro Körper, ja, pro Person. Ja, 52. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber einfach, ich hätte nie gedacht, dass man eine signifikante Zunahme messen kann. So, Sie müssen sich das vorstellen. Ich habe gesehen, wer da mitgemacht hat. Das war irgendwie in Portugal, in Italien, irgendwo. Also, das waren überhaupt nicht Heime, wo man dann sagen müsste, oh, das ist alles top und alles bestens, oder? Also, überhaupt nicht. Das waren ganz normale Pflegeheime. Und wenn Sie in einem solchen Setting ein solches Signal haben, dann muss ich sagen, das kann man nicht wegdiskutieren. Wie wichtig eben oder wie groß das für einen Impact hat letztlich dann, das kann man diskutieren. Ja, was habe ich da? Ah, das Leucin. Ja, ich habe vorher gesagt, wenn ich an diese, ich muss ja viel so an diese Aperos und muss immer schauen, dass ich eben dann nicht zu viel Kalorien esse. Und denken Sie eben, Alkohol hat auch viel Kalorien und sind auch leere Kalorien und keine Proteine. Also muss man das immer etwas im Griff haben. Aber wenn Sie snacken, also ich snacke mittlerweile sehr leucinbezogen. Oder? Also wenn Sie so etwas schauen, ich habe gerne Sojabohnen oder Sie sehen auch Hartkäse, also Parmesan hat sehr viel Leucin. Also ich stürze mich immer gleich auf den Parmesan. Und dann die vorher gesagt, die Erdnüsse. Die Erdnüsse sind ungemein leucinreich. Also vielleicht einfach das Salz vorher wegnehmen, der Blutdruck lässt danken, oder? Aber ich zum Beispiel, also seit wir das wissen, auch bei uns zu Hause, man kann das kaufen, muss es etwas suchen, Erdnüsse ungesalzen, können sie aber kaufen. Wir tun das jetzt immer in den Salat. Ist wunderbar, da hat man gerade im Salat noch paar Proteine und vor allem Leucin. Auch hier lässt der Muskel danken. Ich möchte Ihnen zeigen, das muss Spaß machen, es muss gut sein. Aber wenn man nur ein bisschen eben davon Kenntnis hat, dann denke ich, kann man mit sehr viel kleinen Manövern plötzlich eben etwas anderes, etwas proteinreicheres. Und das eben nicht einfach Fleisch. Oder? Es ist in dem Sinn eben auch sehr, sehr viel nicht tierische Proteinquelle. Sie finden das übrigens alles auf unserer Website. Man kann das alles gratis runterladen auf der Website des Felix Blattes. Ich finde, man könnte das bei uns noch etwas besser gestalten, aber da sehen Sie, was ein ärztlicher Direktor in der Marketingabteilung zu sagen hat. Jetzt, dieses Resultat, das ich Ihnen vorgezeigt habe, Molke, Leucin verstärkt, das hat mich wirklich beeindruckt. Und ich habe mir gesagt, ja, wo ist das Präparat? Was kann ich jetzt meinen Patienten, höchst vulnerabel Sarkopen, in der Klinik anbieten, wo ich eben mit zusätzlichem Leucin einen schnelleren und stärkeren Effekt habe auf die Muskelkraft und die Muskelmasse? Ja, gibt es nicht. Gibt es nicht. Studien ist ein Studienpräparat, oder? Ja, was macht man Studien und dann gute Resultate und dann verschwindet das in der Schublade. Da habe ich mich etwas umgehört, habe bei Nestle vorgesprochen, Fresenius bei Abbott. Und überall hat man eigentlich die Idee sehr gut gefunden, die Wissenschaft auch sehr interessant beurteilt, oder? Aber mir sofort erklärt eben, also dass ich natürlich ernährungsmäßig nichts weiß, dass vor allem Leucin sehr bitter sei. Ja, wusste ich wirklich nicht. Leucin ist tatsächlich sehr bitter. Und Leucin in dem Sinne, in so ein Präparat, ein Molkepräparat zu integrieren, ist offensichtlich lebensmitteltechnisch ein Challenge.
so dass es genussvoll ist. Weil das habe ich immer gesagt, ein solches Präparat muss genussvoll sein. Also wenn das chemisch ist oder irgendwie, dann wird das niemand nehmen, dann ist es auch wieder für die Katz. Und ich war sehr frustriert und ich habe das vorher auch am Abendessen erzählt. Ich habe irgendwie das Glück, dass immer sehr viele junge Menschen zu mir kommen, Studenten oder Abgänger von der ETH, von der Uni, die irgendwie Ideen haben und diese Ideen von mir irgendwie validiert haben möchten. Und da war eine junge Gruppe von Lebensmitteltechnikern von der ETH, Spin-off, denen habe ich diese Idee erzählt. Und ganz anders als da die großen Wissenschaftler von Nestle, die ich in 2 Wochen vorher in meinem Büro hatte, haben die einfach nur aufgeschrieben, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich möchte eben 5 Gramm Leucin in einer Portion, weil das die maximale Stimulation für den alten Muskel. Es muss Molke drin haben und es muss laktosefrei sein und es muss ein Genuss sein. Und diese Jungen haben das aufgeschrieben und sind nach 2 Wochen mit einem Prototyp gekommen, da gab es tatsächlich 5 Gramm drin, aber es war ungenießbar. Da habe ich gedacht, okay, also das ist wirklich schwierig. Wahrscheinlich haben die nächsten Leute nicht Unrecht gehabt. Aber ich habe dann das, wir haben es in die Geschäftsleitung probiert, oder? Also ich versuche dann sogar an jeweils unseren CEO und die Administration oder etwas auch zu beglücken mit solchen altersmedizinischen Maßnahmen, weil auch die sind nicht mehr ganz jung oder werden älter und sind ja dann am Schluss die, die sagen, ob man es bezahlt oder nicht. Darum nehme ich solche Leute immer früh ins Boot. Und die haben dann eigentlich immer so, ich meine 3 bis 6 Monate Takt, immer wieder neue Prototypen genießen, degustieren müssen. Ich habe sie gezwungen und am Schluss haben sogar sie gefunden, das sei jetzt gut. Und sorry, cut short, oder? Kann ich heute einfach sagen, das Protein, das wir hier kreiert haben, und ich bin absolut nicht involviert finanziell, ich habe nur etwas Geburtshilfe geleistet und den Namen, den haben wir in der Klinik mit einem Wettbewerb, eine junge Assistenzärztin hat ihn kreiert, Moltein, Molkeprotein, Moltein. Und die junge Firma hat da sehr schnell 3 verschiedene Linien entwickeln. Das Moltein Ready to Mix oder Pure heißt das heute. Das hat keine Kalorien, hat nur Protein und Leucin, ist aber nicht kassenpflichtig. Also das ist für Jüngere und ich denke in der Prävention muss es selber bezahlen, aber es wirkt. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Dann haben wir das Moltein Pro und Plus. Das ist kalorisch dann nicht mehr neutral, sondern hat neben Kohlenhydraten auch Fettsäuren und andere, sagen wir, Nährungsbestandteile drin. Diese sind bei einer nachgewiesenen Sarkopenie oder Malnutrition kassenpflichtig. Also da muss die Kasse bezahlen. Und in dem Sinn bin ich sehr stolz auf diese jungen Leute. Sie sind Ende letzten Jahres erstmals in den schwarzen Zahlen. Und ich werde nicht müde, einfach auch diesen Effort zu unterstützen. Und darum erzähle ich Ihnen das hier. Ja. Jetzt, wir sind fast am Schluss. Lassen Sie mich noch eine letzte Lanze brechen, wenn es um Muskelgesundheit geht, fürs Vitamin D. Vitamin D, ein uraltes und auch etwas ausgelutschtes Thema in meiner Ansicht. Aber ich hoffe, Sie wissen, dass eigentlich jeder älter werdende Mensch spätestens ab 65 gemäß internationalen Guidelines Vitamin D substituieren sollte, weil die ältere Haut nicht mehr in der Lage ist, aus Sonnenlicht Vitamin D herzustellen. Ich kann Ihnen einfach sagen, das betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern auch jüngere Menschen. Ich zeige Ihnen gleich noch Daten dazu. Das Problem ist der Winkel der Sonneneinstrahlung. Sie müssen im Prinzip einen Schatten haben, einen Schattenwurf
bei strahlender Sonne, der kleiner ist als ihre Körpergröße, dass sie davon ausgehen können, dass Vitamin D entsteht. Das braucht eine gewisse Intensität. Und ich kann Ihnen sagen, am November in der Schweiz ist es zu vergessen. Also man hat gesagt, wenn Sie südlich von Barcelona wohnen, dann haben Sie das Problem gelöst. Also entweder kaufen Sie diese Vitamin-D-Tropfen oder Kapseln oder Sie ziehen um, eben wie gesagt, südlich unter Barcelona. Und was, ja, die Frage, kommen wir nachher noch? Ja, wir wissen heute, wie Vitamin D wirkt. Sie sehen es, die Proteinsynthese geht auf, es ist anabol. Und es hat auch vor allem, und das finde ich eben interessant, die Typ-2-Fasern, die schnellen Muskelfasern, reagieren sehr gut auf Vitamin D. Also darum, Vitamin D zu substituieren, es kostet nichts, ist wirklich auch etwas Einfaches, denke ich, ganz wirksam. Man hat x Studien gemacht, das sind uralte Studien, vor allem Pflegeheimen, gibt Vitamin D, die Muskelkraft nimmt zu. Das ist es wirklich eine sehr einfache und billige Maßnahme. Und man hat auch gesehen, auch die Stürze lassen sich nur durch Vitamin D reduzieren. Ist natürlich immer etwas eine einfache Optik, das ist nicht nur das Vitamin D, aber es hilft eben auch mit. Und die ideale Dosis, eben denkt man oder sagt man heute, ist 800 Einheiten pro Tag. Oder Sie können es auch bis einmal im Monat nehmen, das sind 24.000 Einheiten pro Monat. Ich habe mir erlaubt, bei meinen Mitarbeitern im Spital die Vitamin-D-Spiegel zu messen. Man sagt ja heute eigentlich, man muss die Spiegel nicht mehr messen. Ich unterstreiche das eigentlich. Man darf Vitamin-D substituieren, egal ob man den Spiegel weiß oder nicht. Sie können eigentlich nicht schaden, sie können nur nützen. Aber ich möchte Ihnen hier einfach zeigen, 280 haben mitgemacht, Durchschnittsalter 40. 0,75 Nanomol pro Liter ist der minimale Spiegel, den wir haben möchten. Und Sie sehen, eigentlich hatte das niemand, außer die Vitamin D in Pillenform oder Tropfen substituierten. Und man sieht dann noch, die Sport machen, sind besser als die Unsportlichen. Man sieht zum Beispiel hier, muss ich schauen, die am Bett arbeiten, also die sind deutlich besser als die in der Administration arbeiten. Dann sehen Sie oben auch noch, wie dicker man ist, umso tiefer ist der Spiegel. Also man muss wissen, wenn man adipös ist, braucht man mehr Vitamin D. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Also Vitamin sitzt ins Fett und steht entsprechend dann nicht zur Verfügung. Ich gebe in der Regel die doppelte Dosis, wenn jemand etwas beleibt ist. Ja, das ist die Studie zu 24.000 Einheiten pro Monat. Das kann man trinken. Ich empfehle da, es gibt bereits Fläschchen, wo gerade 24.000 Einheiten drin sind, in etwas Orangensaft einmal im Monat und die Sache ist erledigt. Und dann, ja, das ist wieder so ein spezielles Hobby von mir. Ich bin halt der Meinung, Vitamin D ist kein Medikament. Vitamin D soll doch eigentlich auch Spaß machen, weil eigentlich ist es ja mit der Sonne und draußen und der Natur verbunden. Und dann habe ich auch wieder versucht mit großen Firmen, so habe ich gedacht, man kann doch dieses Vitamin D so in ein kleines schwarzes Schokoladestück kombinieren, dann kann man das irgendwie beim Mittag oder nach dem Mittagessen mit einem kleinen Espresso genießen, oder? Und ja, das ist im Fall gar nicht so einfach, habe ich auch wieder gemerkt. Also Vitamin D können Sie nicht einfach aus dem Fläschchen in Schokolade gießen und das oxidiert sofort, wird ranzig und ist nicht mehr wirksam. Also man muss es, habe ich dann gelernt vom alten Herr Bixel in Interlaken, man muss das Mikro verkapseln und item. Also er hat mir dann gesagt, Herr Kressig, das machen wir für Sie. Ich habe einen guten Confiseur und ich weiß nicht, wenn Sie in Interlaken sind, gibt es den Confiseur Schuh. Und der hat kollaboriert. Und der alte Herr Bixel, der ist heute gestorben, aber er war 100 Jahre alt, er immer noch in der Apotheke gestanden, Gründer eines großen Firmenimperiums von Bixel. Und er hat mir das gemacht. Das ist jetzt wirklich so ein ganz kleiner Pavé du Soleil, nennen wir ihn. So ein schwarzer Schokotrüffel.
Und ich kann Ihnen sagen, das erste Mal, als ich das probierte, habe ich dann versucht, diese Mikrokapseln von Vitamin D zu spüren. Ich habe nichts gefühlt. Und gesagt, das glaube ich nicht, das ist nichts drin und so. Ja, dann machen Sie eine Studie. Das ist die einzige Studie, die ich je gemacht habe, wo ich mehr Partizipanten hatte, die mitmachen wollten, als ich nehmen konnte. Aber wir haben bewiesen, ja, der Spiegel steigt an. Es stimmt, es hat Vitamin D drin. Und auch hier, ich verdiene nichts dran, aber es ist so ein Favoritengeschenk für Weihnachten. Also vor allem in den Wintermonaten. Meine Eltern lieben es und sie können es auf dem Internet bestellen. So. Wir sehen dann der Zusammenfassung. Ich glaube, zeitmäßig, ich will Ihnen das nicht nochmals vorlesen. Sie haben ja übrigens die Slides und ich glaube, den ganzen Vortrag nachher auch aufgenommen, wo Sie da vielleicht nochmal was nachlesen können oder nachhören können. Ich möchte Ihnen einfach noch eines sagen. Wir haben jetzt vom Muskel gesprochen. Der Älterwerdungsprozess und gesunde Älterwerden heißt natürlich nicht nur sich um den Muskel kümmern. Und man hat mich, nachdem ich mich seit Jahrzehnten fast mit diesem Thema auseinandersetze, fast gezwungen, vor ein paar Jahren ein Buch herauszugeben, dass dieses gesunde Älterwerden, das ist dann dabei rausgekommen. Es ist nicht im öffentlichen Buchhandel erhältlich. Also wenn Sie das interessiert, wir haben es auch eben über die Felix-Platter-Stiftung, wo wir es vertreiben. Wir wollen es nicht wirklich verkaufen. Wir geben es ab, geben eine Spende von mindestens 25 Franken. Und wenn Sie das interessiert, auch da können Sie der Stiftung at felix-platter.ch schreiben. So, jetzt bin ich aber am Ende und jetzt übergebe ich dir wieder. Vielen Dank. Es funktioniert. Vielen Dank. Professor Kressig hat uns da nicht einen Blumenstrauß geschenkt. Es war ein Feuerwerk von Ideen, von Hintergründen. Und du hast es geschafft, die Erkenntnisse griffig und verständlich nachhaltig für uns aufzuzeigen. Also wir wissen jetzt, die Erdnüsse sind rehabilitiert, die Eier sind rehabilitiert und Molke, übrigens Molke in der Trockensubstanz, ist das auch okay oder muss das gelöst sein? Ja, es ist einfach etwas trocken, also wenn man es als Pulver... Du kannst das schon, also, aber dann will ich dich nicht wegen eines Hustenanfalls behandeln. Aber man kann die Trockenmolke in verschiedenen Aromen kaufen, auflösen, das ist das Gleiche wie... Absolut, so. Es ist auch sowieso, es ist das Konzentrat, oder? Wenn Sie Frischmolke trinken, müssen Sie einfach wissen, da haben Sie nur etwa 5% Protein drin. 95% ist Wasser. Die Schweine können damit umgehen, oder? Also das hat man ja früher auch gemacht. Die Molke wurde primär den Schweinen verfüttert. Das hat gut funktioniert mit der Muskelneusynthese. Aber im Prinzip, also wir haben ja keine Schweinemägen. Das heißt, so viel Flüssigkeit, um dann auf die nötige Anzahl Proteine zu kommen, ist etwas schwierig. Drum eben Konzentrate, wenn schon. Ja. Jetzt haben sicher Sie noch Fragen an Professor Kressig. Das sind International Units, heißt das. Und das kann man auch umrechnen, muss ich sagen, kann ich Ihnen jetzt nicht, wie viel, ja, es sind Mikrogramm, glaube ich. Mikrogramm, ja. Ja. Aber man kann es einfach, also finden Sie überall diese Umrechnungen. Aber eigentlich muss ich sagen, in Europa sprechen die meistens von diesen International Units. Und so ist es auch auf den Fläschchen angegeben. Oder, also Sie eröffnen hier eine ganz wichtige Frage, die ich kann Ihnen sagen, sehr, sehr gelebt wird, vor allem auf Intensivstationen. Also es ist immer eine Frage, in welchem Moment, zu welcher Tageszeit
kombiniert mit welcher Aktivität Sie welches Protein am besten einnehmen. Ich bringe Ihnen jetzt einfach die Situation auf einer Intensivstation. Das ist eine schlimme Situation für die Patienten. Sie sind meist intubiert, sie können nicht selber essen, sie sind nicht ansprechbar und vor allem sie bewegen sich nicht. Oder? Und wenn man weiß, wie schnell man Muskel verliert in der Immobilität, ist natürlich die Proteinzufuhr in dieser Situation ungemein wichtig. Oder? Und da arbeiten wir tagsüber vor allem mit Molke, also einem schnell wirkenden, und über die Nacht geben wir Casein. Also da haben wir eher dann das Langwirkende, einfach weil auch auf einer Intensivstation wir versuchen, einen gewissen Tagesrhythmus bei diesen Patienten zu respektieren. Aber Sie haben absolut recht, oder? Also man kann das etwas kombinieren und das Beste ist ja an und für sich, das auch etwas zu mischen. Also viele, wenn Sie schauen, jetzt Proteinsupplemente, nicht nur das Maltin, es gibt ja viele andere solche Supplemente, haben meistens einen Anteil an Molkeprotein und dann noch einen Anteil an Casein. Oder? Und dann haben Sie eine Sofortwirkung und dann auch noch länger, über mehrere andere Stunden, eine Zusatzwirkung. Das ist ganz eine wichtige Aussage. Das ist eigentlich das, was Sie in allen Textbüchern finden, immer noch. Oder? Also vor allem, wenn Sie, ich weiß nicht, in der Pflege arbeiten, wenn Sie sich dafür interessieren und auch für die Ärzte. Hier hat ein Wandel eingetreten bezüglich der Einschätzung dieser Problematik. Wenn jemand wirklich präterminal ist bezüglich Niereninsuffizienz, das heißt also nennen, dass eine Filtrationsrate von unter 15 Milliliter pro Minute hat. Das ist wirklich schlecht. Dort sagt man, sollte man die Dosis halbieren. Aber was man früher gesagt hat, generell, wenn jemand ein Nierenproblem hat, die Proteine zu reduzieren, davon hat man Abstand genommen, sogar die Nephrologen, weil in der Abwägung, was man alles verliert dadurch, noch schneller dann immobil wird, noch schneller Muskelkraft verliert, dass man sagt, der Effekt im Sinne, der negativ ist auf die Nierenfunktion, ist weniger schlimm als der andere. Also man hat hier umgewichtet und empfiehlt das heute nicht mehr. Und wie schlechter die Nierenfunktion ist, nicht Protein cutten, sondern allenfalls auf die Hälfte runtergehen des empfohlenen Bedarfs, was dann immer noch relativ viel ist. Aber eine ganz wichtige Frage auch. Danke. Also ich denke, es ist relativ schwierig, wirklich so viele Proteine einzunehmen, auch über eine genügend lange Zeit, dass man wirklich davon ausgehen muss, dass Schäden eintreten. Ich würde meinen, dass vor allem eben dann die Nieren ein Problem machen könnten. Aber sehen Sie, man kann ja was zuführen, oder? Also es gibt aber auch beim Essen irgendmal ein Sättigungsgefühl, oder? Und was Sie einfach wissen müssen, ist, Proteine sättigen sehr schnell. Das ist ganz anders bei den Kohlenhydraten. Da haben Sie immer das Bedürfnis nach mehr oder Sie haben schon nach wenigen Stunden wieder Heißhunger. Beim Protein ist das eben nicht so. Und ich glaube, das ist so etwas wie ein Selbstschutz des Körpers, oder? Dass das eigentlich gar nicht eintritt, normalerweise. Und ich meine, sonst muss man natürlich sagen, alles, was völlig übertrieben ist, ist einfach nicht gut. Also das Maltin ist ja schon verführerisch. Ich muss kein Training machen. Das ist eben genau das, was Molke ich... Molke und Leucin und meine Muskeln wachsen 250 Gramm. Also es ist sogar kassenpflichtig. Können wir nun zu unseren Hausärzten gehen und sagen, bitte rezeptieren Sie mir das Maltin? Nein. Ist das so? Nein. Es braucht für jede Verschreibung ein Problem. Das heißt, das Problem darf nicht sein, Sie sind zu faul, um sich zu bewegen. Oder? Das ist keine Indikation. Also, das wird nicht von der Kasse anerkannt. Also, Sie müssen malnutriert sein oder Sie müssen eine Sarkopenie haben, nach den Definitionen.
dass sie letztlich dafür qualifizieren. Aber dort wird es, allerdings noch auf Kostengutsprache, aber wieder schauen, dann wird es übernommen von der Kasse. Ja, eigentlich also muss man da nicht einmal Wissenschaftler sein, oder? Also im Prinzip alles, was Fast Food ist, hat praktisch keine Proteine. Fast Food, also das, was alle Kinder gerne haben, oder? Und die Kinder können das sich ja noch irgendwie auch, die bewegen sich ja nachher wieder, oder? Also die Kohlenhydrate sind nicht a priori schlecht. Das Problem ist, wenn Sie die Kohlenhydrate nicht sofort verbrennen, werden sie zu Fett umgesetzt, oder? Und darum sage ich immer, das ist toll, wenn die Großeltern mit ihren Kindern zum McDonald's gehen, aber die Kinder sollten dann nur McDonald's essen, oder? Und die Großeltern lieber nicht. Oder die Großeltern drehen dann, ich weiß nicht, ein paar Runden im Park. Also einfach, man muss das gleich wieder verbrennen und sonst wird es einfach als Fett eingebaut, oder? Und Sie haben gesehen, das Fett ist dann nicht nur hier, es ist auch im Muskel, oder? Und betrifft den Muskel in seiner Zusammensetzung, so dass er auch nicht mehr gut arbeitet. Ja. Gut, ich denke, wir könnten noch lange mit Professor Crazy diskutieren. Es war ein Erlebnis heute Abend, es war wunderbar, vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen, kommen Sie gut nach Hause und danke, dass Sie dabei waren.